Einen wunderschönen guten Tag. Willkommen zum heute schon dritten Video mit dem netten Holger zu meiner Rechten, zu eurer Linken, glaube ich. Wir sprechen heute über das Thema Fasten. Da gibt es nämlich eine Menge drüber zu philosophieren. Ist es gut, ist es schlecht, für wen ist es gut, für wen ist es nicht gut. Wenn ihr noch mehr Fragen habt, die Kommentarbox gehört euch. Wenn ihr mal beim Holger vorbeischauen wollt auf Instagram, seinen Tag findet ihr in der Beschreibung. Lohnt sich, wenn ihr mehr rund ums Thema Fitness, Gesundheit und sonstige Studien, die der Holger so rauskramt, was lernen wollt. Viel Spaß, los geht's. So Holger, heute sprechen wir über Fasten. Was gibt die Wissenschaft so her zum aktuellen Zeitpunkt? Einiges. Fasten, glaube, dass es zu Fasten in den letzten Jahren in meinem Posteingang die meisten Studien gegeben hat, insgesamt. Das ist brutal, was da rausgekommen ist. Ich habe im Zuge von der Recherche zu meinem zweiten Buch auch ein ausführliches Fastenkapitel tatsächlich eingebaut. Und da musste ich mich durch diese ganze Fastenthematik einmal komplett durchwälzen, sozusagen. Und da hat man dann schon ein paar Sachen festgestellt, ein paar Sachen herausgefunden. Und dann am Ende des Tages kann man ja, so mehr oder weniger schon einen kleinen Konsens bilden. Also zunächst einmal musst du mal wissen, dass es bei diesen ganzen Fastenstudien eine große Heterogenität der Art des Fastens gibt. Was kennst du für Fastenmodelle? 8, 16, 12, 12, tagelang gar nichts. Verschiedene. Genau. Ja, gibt ganz viele. Alternate Day Fasting, das. Und Problem Nummer eins bei diesen ganzen Fastenstudien ist, dass es nicht genug vergleichbare Studien zu einem spezifischen Fastenmodell gibt. Es gibt jetzt zwei, die gewinnen jetzt ein bisschen so die Überhand. Das ist das 8 zu 16 und das Alternate Day Fasting. Da gibt es jetzt immer mehr. Aber es gibt halt sehr viele Studien, die mischen das und somit ist die Aussagefähigkeit schlecht. Und die zweite Geschichte ist natürlich auch, dass man relativ kurz angelegte Studien zu Fasten hat. Fasten wird, oder intermittierendes Fasten wird einem ja verkauft wie ein neuer Ernährungsweisenansatz. Ne? Also so wie man sich jetzt dauerhaft eigentlich ernähren sollte, um zum Beispiel Dinge zu forcieren wie ein längeres Leben, also Stichwort Autophagie oder eine dauerhafte Gewichtsreduzierung oder ein dauerhaft verbessertes Lipidprofil oder ein verbessertes Blutdruckverhalten und. Da steht ja ganz, ganz viel unter diesem Schirm von Fasten. Und was man halt hat, um diese ganze Theorie dann letztlich auch zu begründen, sind ganz, ganz viele Studien. Aber diese Studien haben in den allermeisten Fällen eine Dauer von maximal 12 Wochen. Oh. Das heißt, es gibt nur ganz wenige Studien, die mal 6 Monate dauern, mal 12 Monate dauern. Und alle anderen Studien sind halt viel zu kurz, um eine generalgültige Aussage über einen langfristigen Ernährungsansatz zu treffen. Das ist die Problematik. Und just dazu, sehr, sehr spannend, weil es erst vor 2 oder 3 Tagen war, wurde eine Studie einmal quer durch die sozialen Medien gepusht, die festgestellt hat, dass in einer achtjährigen Beobachtungszeitraum das intermittierende Fasten mit weniger als 8 Stunden Essensfenster pro Tag ein 91% höheres Risiko für kardiovaskuläre Sterblichkeit hatte, verglichen mit einem Essenszeitfenster von 12 bis 16. Das ist mal eine Riesennummer. Also ich wiederhole nochmal, 91% höheres Risiko für kardiovaskuläre Krankheiten. Kardiovaskuläre Sterblichkeit. Oh, Sterblichkeit, ja. Okay. Ja. Durchfasten. Durchfasten. 8 Jahre, also tatsächlich ein sehr realitätsnahes Szenario. Ja, das schon. Dazu muss man natürlich jetzt sagen, das ist jetzt wow, weil normalerweise ja die Studien zu Fasten eher immer versuchen, etwas Positives zu sagen für Fasten an sich. Wenn man das Ganze dann mit einer chronischen Kalorienrestriktion vergleicht, dann werden diese Vorteile dann halt einfach schon immer wieder dünner. Mhm. Ja? Aber das war jetzt mal so eine Langzeitbeobachtung. Aber es war eine Beobachtungsstudie und da gibt es natürlich etliche methodische Punkte, die man da jetzt wieder angreifen kann, weil ganz einfach also die Kausalität, Korrelationsgeschichte ist da einfach noch nicht gegeben. Ne? Aber das ist mal so ein erster Hinweis, der uns auf jeden Fall zeigt,
dass wir mehr Langzeitdaten zu Fasten brauchen, bevor wir sagen können, das ist die übergeordnete beste Ernährungsweise für alle, damit wir alle gesünder leben, damit wir alle länger leben und so weiter und so fort. Wo wir beim Thema sind, das Beste für jeden. Nicht jeder Mensch hat seinen typischen 9-to-5-Job, geht um 20 Uhr schlafen und geht sonst nicht zum Sport. Wir haben eine große Vielzahl an verschiedenen Menschen. Würdest du pauschal sagen, dass es für eine Menschengruppe eine spezifische Ernährungsweise gibt, Thema Fasten, die absolut pro Gesundheit ist? Ich meine, aus Sicht eines Bodybuilders ist dieses Fastending immer so eine schwierige Sache. Ja. Wir versuchen natürlich, so häufig wie möglich Nährstoffe zuzuführen und haben auch dauerhaft einen Bedarf. Also wir gehen jeden Tag ins Training, machen hier unser Training, machen Muskelgewebe kaputt, wollen es reparieren und da brauchst du konstante Nährstoffe. Da ist das Fasten dann halt natürlich so eine Sache, die ist da nicht so ganz optimal. Gibt es aber eine Menschengruppe, wo du sagst, Fasten sollte zu 99% beneficial sein? Die Frage kann man sich eigentlich, in der Praxis beantworten. Wenn du eine übergewichtige Person bist, wenn du abnehmen möchtest, wenn du bereit bist, Kalorien zu reduzieren und wenn du gut damit fährst, nur einen Zeitraum von 8 Stunden am Tag zu essen, wenn du dann danach in den verbleibenden 16 Stunden nicht Heißhunger bekommst, nicht ausflippst, weil diese Sache für dich funktioniert, weil du gut damit zurechtkommst, wenn du dann in den 16 Stunden ganz einfach einen niedrigen oder normalen Blutzucker hast, wenn da keine Insulinspitzen auftauchen und so weiter, dann gibt es solche Menschen, die mit so einem Fastenmodell vielleicht sogar sehr, sehr gute oder vielleicht sogar bessere Erfolge erzielen können, weil ganz einfach das Konzept für sie insgesamt besser und einfacher dazu führt, dass sie es durchhalten, ein Kaloriendefizit zu fahren. Mhm. Und das ist die Sache. Ne? Würdest du also sagen, dass wenn man jemandem einen goldenen Käfig aufsetzt, im Sinne von du darfst 8 Stunden essen und 16 Stunden nichts, dass es für manche Leute leichter ist, sich innerhalb dieses Käfigs aufzuhalten und dann tatsächlich nur irgendwie 8 Stunden essen? Oder würdest du sagen, dass die meisten Menschen Probleme dabei haben, 16 Stunden nicht zu essen? Ich meine, das steht so ein bisschen konträr. Mhm. Es gibt Leute, die sagen, okay, ich will abnehmen, dann macht es Sinn, über eine gewisse Dauer nichts zu essen, weil in den 8 Stunden würde ich niemals schaffen, die Menge zu essen. Also haben wir halt unser Kaloriendefizit, was dazu führt, wir verlieren Gewicht. Auf der anderen Seite gibt es Leute wie mich zum Beispiel, wenn ich den ganzen Tag nichts essen würde, ich glaube, ich würde verrückt werden. Mhm. Ja, also es gibt mit Sicherheit Leute, die damit gut zurechtkommen. Was man aber auch sagen muss und was man auch immer wieder in diesen Studien sieht, dass es schon verhältnismäßig hohe Dropouts gibt, also Ausfälle aus den Studien raus, die sagen, dass ich halte das nicht durch über diesen Zeitraum von, ne? Mhm. Und es wird ja auch das Wohlbefinden immer in manchen Studien mitkontrolliert. Und auch da ist es nicht immer so, dass die Leute das jetzt besser finden wie eine normale Kalorienrestriktion. Das ist, würde ich jetzt mal sagen, eine ganz individuelle Geschichte. Das kann man für sich auf jeden Fall mal ausprobieren. Wenn man jetzt mal abnehmen möchte, kann man mal ausprobieren, ob das funktioniert. Aber du hast gerade eben was sehr Spannendes gesagt. Und das kommt jetzt immer mehr und das finde ich persönlich noch wichtig. Du sagst, den ganzen Tag nichts essen und dann am Abend diese 8 Stunden Vollgas ausfüllen. Es gibt ein Fastenmodell und das ist das Early Time Restricted Feeding. Schon mal gehört? Ja. Genau, das bedeutet quasi, du machst nicht morgens Fasten bis mittags, sondern du fängst morgens an zu essen und hörst dann irgendwie 15, 16 Uhr auf. Das ist aus zirkadianen Gesichtspunkten, also aus Biorhythmus-Gesichtspunkten, ein klügeres Modell. Also wenn ich für jemanden von meinen Klienten, wenn jemand das probieren möchte, dann sage ich, probier es aus, mach aber Early Time Restricted Feeding, esse von 8 bis 15 Uhr und esse dann ab 15 Uhr meinetwegen nichts mehr und mach dann deine Stunden voll. Ne? Das lässt sich wissenschaftlich begründen über unterschiedliche Reaktionen auf größere Mengen Kohlenhydrate morgens und abends, also die Insulinausschüttung, die Blutzuckerkontrolle. Da gibt's viele Studien, die das zeigen. Und dieses Early Time Restricted Feeding war jetzt zu der Zeit, wo ich damals mein Buch geschrieben habe, jetzt gab es schon ein bisschen was. Jetzt gibt es aber immer mehr. Jetzt wird das langsam populär und da wird auch jetzt immer mehr geforscht. Das ist ein bisschen so mein Geheimtipp quasi, wenn jemand jetzt sagt, ich möchte es mit Fasten probieren, was legitim ist, dass er vielleicht mal dieses Early Time Restricted Feeding ausprobiert. Soll auch gesundheitlich besser funktionieren, als sich abends voll zu hauen. Mit einem kleinen Aber.
das gilt für mich persönlich, wenn ich abends hungrig ins Bett gehe, kann ich nicht gut einschlafen. Mhm, glaube ich dir. Das ist wie in einer Wettkampfdiät, du hast permanent Hunger und abends schläfst du einfach nicht gut ein. Ich glaube, das geht vielen Leuten so. Ich glaube, das ist der einzige Aberpunkt. Ansonsten habe ich sehr, sehr viel Positives darüber gehört. Ich selber habe es noch nie probiert. Ja. Das Einzige, was ich tatsächlich gemacht habe, ist in der Wettkampfdiät, wenn ich wirklich wenig zu essen hatte die letzten 2-3 Wochen, habe ich versucht, so lange zu schlafen wie möglich. Habe lange Cardio gemacht, lange Spaziergänge, 1 Stunde, 1,5 Stunden, habe ich noch gedehnt, habe auch nicht viel getrunken und habe diesen Morgen so lange gezogen, wie es ging. Ja, ja. Dann war ich im Training, dann noch mal länger im Training gewesen, danach vielleicht mal ein bisschen spazieren gegangen. Und dann hatte ich quasi 5 Mahlzeiten in 6 Stunden. Mhm. Das war für mich der Himmel. Mhm. Weil dann hast du nicht diese Angst von, ah, ich habe den ganzen Tag Hunger und das, und du hattest deine Hungerperiode bereits. Ja. Und kannst dann quasi essen und sitzt zu Hause und kannst dich erholen. Ja. War für mich immer sehr, sehr cool. Kann ich mir vorstellen, aber du hast natürlich auch, ich sage jetzt mal unterm Strich, wahrscheinlich ein bisschen andere Bedingungen. Ne? Du musst viel performen in so einer Wettkampfdiät. Du bist wahrscheinlich jetzt nicht nur mit 400 Kalorien im Defizit in der Endphase, sondern mit ein paar Kalorien wahrscheinlich mehr. Und da ist natürlich dieses, dann geht dein Körperfettgehalt stark runter, dann geht auch dein Leptinhaushalt stark runter. Ja. Und das triggert dich dann richtig. Ja. Also da sind die Gegebenheiten schon ein kleines bisschen anders, wie wenn jetzt jemand nur 10 Kilo, nur in Anführungszeichen 10 Kilo zu viel hat und einfach ein bisschen abnehmen möchte. Ne? Ich habe noch eine letzte Frage, und das ist der wahre Showdown fürs Fasten. Und zwar, Fasten wird ja mit sehr vielen Pro-Gesundheitsaspekten assoziiert und hauptsächlich mit einer Gewichtsreduktion. Das ist, glaube ich, so mit der Main-Faktor, wie so Leute sagen, hey, ich will jetzt fasten, weil ich will abnehmen. Hm. Ich denke, ein großer Prozentsatz wird auch sagen, okay, ich will gesünder werden, aber der Main-Driver ist, glaube ich, abnehmen. Die Frage ist, würdest du einem regulären Meal-Timing mit Mahlzeiten über den Tag mit einem Kaloriendefizit vorziehen, oder würdest du tatsächlich sagen, dass Fasten für eine Diät besser geeignet ist? Um also Gewicht zu reduzieren? Reguläre Diät versus Fasten. Beides funktioniert ganz genau gleich gut. Wenn man das in Studien vergleicht, funktioniert beides ganz genau gleich gut. Da gibt es keinen Gewinner. Am Ende ist diese ganze Fastenthematik nichts Magisches. Nichts Magisches. Das Fasten kann dazu führen, dass man am Ende des Tages weniger Kalorien zu sich nimmt. Und über dieses, was du sagst, über das weniger Kalorien und das Gewicht verlieren, verändert sich bei den Leuten dann nicht nur das, dass sie schlanker werden, sondern verbessern sich auch die Blutdruckmarker und verbessern sich auf einmal auch die Lipidmarker. Das ist alles dann im Kontext dieser Gewichtsreduzierung. Mhm. Ne? Also das ist alles keine Magie. Es ist eine mögliche Art und Weise, wie man eine Reduktionsdiät gestalten kann. Und wer es ausprobieren möchte, go for it. An der Stelle noch ein Hinweis für euch. Holger hat mittlerweile das 2. Buch Human-Based Nutrition, korrekt? Yes. Geschrieben. Findet ihr unter anderem auf seiner Instagram-Seite, die, wie gesagt, unten in der Beschreibung verlinkt ist. Schaut da unbedingt vorbei. Gibt massig, massig was zu lernen. Holger macht es jetzt wahrscheinlich schon, wie lange? 20 Jahre? Ja, gut 20 Jahre. 20 Jahre. Ihr habt es gehört. Einiges an Erfahrung und Wissenschaft. Das war's von uns. Vielen Dank, lieber Holger. Und gerne. Wir sehen uns beim nächsten Video. Bye, bye.